Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir einfach mal eine Servervorstellung und zwar auf zwagfu.de. Hoffentlich habe ich die Servertaste richtig ausgesprochen. Mit dabei ist der liebe Skycube, der auch dort Supporter ist. Moin. Ja, und ich entschuldige mich auf jeden Fall sehr bei den Tablets und inklusive ganzen Schnittstile, weil ich da, also die ganzen Schreibfehler halt dort im letzten Video, da war ich halt ziemlich fertig von der Reise, die ich da gemacht habe. Also von den Ferien bin ich halt ziemlich oft rausgegangen, dann beziehungsweise außerhalb von Berlin bin ich gereist und bin erst am Spätabend oder so wieder zurückgekommen. Deswegen war ich halt so fertig, da ich ab und zu auch mal so einen Schreibfehler dort mir erlaubt habe, weil ich ein Faul war, die Backspace-Taste zu drücken. Klingt das so dumm, aber okay. Ich würde einfach mal sagen, legen wir jetzt los. Ich hier bei the way ein Kit aussuchen und das halt testen. Du musst das halt nicht direkt kaufen. So, jetzt sind wir hier in der Runde. SW. Das gibt's ja auf dem Server. Das gibt's hier auf diesem Server. legt euch daran, weil auch gleichzeitig der Server-Owner hier zugucken wird. Weil Commentary ist nicht das Beste. Aber ich versuche mich halt zu bemühen, aber Autist ist es schon ein wenig schwieriger, irgendwie richtige Sätze oder so zu bilden, ohne jetzt richtig zu stottern. Warum ich halt so gesagt habe, dass ich mich hier, liegt halt daran, weil ich mich hier halt für den Premium Plus Rang hier beworben habe, weil ich der Anforderung hier ganz, eigentlich ziemlich gut erfülle und die wollen halt, dass ich hier noch so ein Video zu machen, zu Server, also halt so eine Server-Vorstellung und jetzt mache ich das halt. Das wird jetzt eigentlich nicht das Gelbe vom Ei jetzt nicht unbedingt sein, aber ich versuche mich jetzt halt zu bemühen und es soll auch richtig gut hoffentlich zu beschreiben. Das, was ich irgendwie extrem cool finde, wäre hier so ein Voting für so viel, dass man Loot auswählen kann. Das Skycube ist mal wieder. Hat man wieder eine volle Diamant, das kann ja wieder mal was werden. Ich weiß nicht, warum der Loot bei dir nicht gönnt. Der Loot ist eigentlich hier sehr okay, finde ich. Oh, man kann hier tanken. Erwähnen, dass ich hier den Skillpots habe. Ich kann ein bisschen tanken. Man kann hier. Ah, cool, ich habe auch 8. Wow. Man kann hier Tränke stacken. Das ist eine gute. Also, das ist halt eine gute. Auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt am Server. Hat auf jeden Fall ein paar Vibes von wohl Pixel Server, aber dafür, dass man hier etwas entspannter spielen kann. Ach, okay, du bist ein Wasserkampf. Obwohl ich nicht so gut bin dort. Lol, was war das? Okay, ich habe jetzt einfach gewonnen. Jetzt, okay. Und zwar ist das hier Training. Es ist halt so, wenn man hier irgendwas trainieren will oder so weiter. Also es ist halt ein wenig wie Kit. Es ist halt wie Kit FA, gibt es MG, aber schon, was sehe ich noch was für Sachen. Also es gibt ja jetzt Fly Fighters. Kit PvP, das ist eigentlich auch wieder selbsterklärend, beziehungsweise kennt man auch von bestimmt anderen Servern, aber halt auch hier mit anderen Kits. Halt wie MG, aber halt ein wenig anderes Prinzip, als man halt so denkt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal. Nämlich das sieht Beispiel das. Scuffle Walk. Ja. Wenn du sneakst, jetzt mal sneakst, dann kannst du scuffeln. Das wusste ich nicht mal. Schon mal vorgeschlagen. Und das geht einfach. Lol. Lol. Wirke einfach wieder Bad Walk. Sind wir jetzt. Wir sind doch jetzt hier nicht der Bad Walk. Also manche Sachen sind einfach wieder. Also okay. Das ist auf jeden Fall ziemlich viele Pluspunkte. So, Laser Tag. Laser Tag kenne ich halt wirklich nur von Mario Party Zeitoxien. Also das ist halt so, entweder glaube ich, hast du ja gesagt, dass man hier bestimmte Blöcke abschießen. Ziele. Kleinere Ziele. Kleinere Ziele abschießen muss oder halt sich selbst bei den Spielern hier. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Ich glaube, die Points dort rechts sind die. Entweder sind das unsere Leben oder ja unsere Punkte her. Einfach nur Punkte. Und da kann man die Punkte halt sich hier gegenseitig klauen und dann, also ist es schon meiner Meinung nach ein gutes. Ah, schon eine coole
Sache. Und irgendwie bin ich die ganze Zeit am... Guck mal, was ich hab. Oh. Endlich. Endlich habe ich meinen Kill von dir. Alles klar. Okay, man merkt, ich spiele es zum ersten Mal. Aber ich habe das eigentlich schon mal bei Bühne gesehen. Keine Partikel. Du schätzt, wo es lang fliegt. Oh mein Gott, wie schlecht war das denn? Ich habe dich doch eigentlich getroffen. Was ist das? Geht's halt wirklich um First Hit. Ja, hier geht es halt wirklich ein bisschen wenig drum, dass man in den ersten Hit reinkriegt und das. Was. So. Okay. Ich verstehe. Das geht einfach genau. Das fliegt einfach genauso. Einfach gerade so geradeaus. Verstehe. Ach, das wird das was werden. Ich glaube, das bringt auch überhaupt nichts. Man kannst du durch, wenn du durchschießen. Hä? Wenn es halt so dünne Wände sind. Okay. Zum Beispiel Slabs. Oder Treppen. Wow, die Wand hat mir ja super was gebracht. Wow, okay. Was ich machen könnte, sind jetzt diese 2 Minuten campen. Sprich aber nicht. Genau. Gehen muss. Au. Ja. Die Landmine irgendwo bei mir platziert. Ja. So. Ja, da sieht man, also ich habe auch kein Gesprächsthema wieder so anzubieten. Gott. Okay. 50. Jetzt können wir doch eigentlich so sagen, dass wir jetzt Gleichstand machen. Man auch machen. Muss ich dich ja wieder einmal killen. Wow. Riechisch, ja. Ich sehe ihn ja immer noch nicht. Du bist irgendwo bei dir. Ah, ich hab dich gesehen. Ha? Jetzt komm! So. Ich glaube, Spawn trappen kann man nicht. Genau. Richtig. Das ist ein gut gemacht. Es gibt einen Spawn-Schutz. Ja. Also man muss sich einen Block bewegen. Sonst gilt es halt wirklich als Spawn-Trapping. Das ist halt wirklich gut durchdacht, meiner Meinung nach. Was? Was? Willst du dich verarschen? Ich hab dich einfach dort hinten einfach getroffen. Ist möglich. Kann, wenn man stehen bleibt, die andere Person treffen. Sich kurz bewegt davor. Okay. Auf die Fall muss. Komm auf die Fall, du musst mir weiterhelfen. Gott. Danke. Ach, die Granate. Eine Grenade. Okay. Es gibt doch alles hier auf Deutsch und Englisch. Kann ich auch sagen. Und das war ziemlich dumm. Und wie einfach schon in heute, in 2 Monaten schon Weihnachten ist. Wie man hier im Datum sieht. Hä? Ich hab dich verschätzt. Wow. Das ist schon richtig. Das ist der 24. Stimmt. Und kann ja sein, dass ich nicht wieder gewonnen habe. Genau. Ja. Und hab das Achievement Good Game bekommen. Ja, das nächste Spiel. Laser Tag. Eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Beziehungsweise ein ziemlich cooles Minispiel. Und jetzt wird One in the Chamber hier gezockt. Einfach auf einmal. Ich wollte eigentlich hier so cutten, aber nein, jetzt wird es hier so uncut. Aber ich sehe schon so. One in Chamber FFA. Komm. Dann habe ich weniger. One hittet nicht.
Aber man kann halt ein Combo. Ja. Sehe ich schon. Nur Comet Knife. Rückstoß 1. So, finde ich, das finde ich auch gut, dass man hier eine Chance hat. So, jetzt sind wir hier in jetzt sind wir hier in Bild FFA. Das, hier sind auch halt verschiedene Kits. Ich nehme halt mal immer mir gerne das Hühnchen-Kit, weil ich einfach da zumindest gut spielen kann. Man hat zwar jetzt man hat halt fast eine kann halt sozusagen sagen, dass ich eine Rüstung habe, die voll mit Ketten. Etwas mehr habe als eine volle Kettenrüstung. Und dafür habe ich Steinschwert, Knockback-Stick, ne, Ender Palace hat jedes Kit oder so, wie Knockback-Stick und so weiter. Wie man da gesehen hat. Und eben noch. Ja. Sagst du. Oder vielleicht kriegst du den Kill noch. Wow. Dann gibt's halt, man kann ja dann ganz normal kämpfen. Wie ich jetzt sehe, ist mich selbst erklärt. Mal schauen, vielleicht kriegt Skycap hier OP-Webbt. Nein. Ich OP-Webbe dich. Kann man machen. Nein. Ja. Ja, klar. Dich eigentlich vor. Ah, warte, ich wieder reinspringen. Ich hab. So, jetzt sind wir hier bei. Was? Bei Bad Force, schätze ich mal wieder. Ich hab bei Bad Force. Es gibt halt One vs. Es gibt halt Teams. 8x1 und One vs. One. Wie ich weiß. Ist eigentlich. Bei Prinzip ist halt so oder so. Kippen jeder. Kennt halt so oder so jeder. Geil. Dich Only God Bridge zu machen? Only God Bridge. Aua. Da, oh, kann nee, ich, da kann ich halt höchstens 8 Blöcke schaffen. Wie der ja weiß, ich baue bei Bad Wars ja immer mit One-Click, aber Main-Spielen-Tool tue ich ja mit Butterfly mittlerweile. Weil ich da halt viel mehr CPS und so reinbekomme. Ich hatte halt sogar so, es hat halt Vor- und Nachteil, wenn man Butterfly spielt. Bei mir ist es halt so, bei Butterfly, ich kann nicht so gut. Ich kann bei Butterfly nicht so gut zoopen. Bei Zoop spiele ich halt größtenteils auch One-Click. Aber das ist eigentlich egal, wie ich so spiele. Hauptsache man spielt halt gut. Und so wie ich die und so über die Ferien habe ich mich definitiv verschlechtert, wo ich erstmal wieder reinkommen muss bei ins 8er PvP. Ich kann zwar auch hier mit Butterfly bauen, wie man hier sieht, aber hier in kleinen Fast Bridge geht nur gimpflich. Und hier ist das gleich. Ich stack mich zu meiner CPS-Höhe. Weil ich glaube ich nicht so viel habe. Aber ja, wenn man weiß halt so oder so, ich kann halt so oder so auch klein halt beim Bauen, aber da muss ich erstmal schauen, dass ich die richtigen, dass die CPS überhaupt nicht richtig durchgehen. Und das halt so schlau tut von mir. Na was wohl? Stacken? 3 Blöcken. 3 Blöcke. Alles klar. Ja. Da haben wir auf jeden Fall eine kleines gebaut. Und irgendwie, keine Ahnung, was der Block für einen Schaden hat, aber der Block hat irgendwie einen Schaden, aber trotzdem baut er sich nicht ab. Ich kann nichts mit Eisen kaufen, geil. Deutet. Mann. Gemobbt. Stopp. Ich fühle mich gemobbt. Halt, stopp. Ich fühle mich gemobbt. Ist auf dem Bettenkloch ein? Oh. Feature. Ah! Hey!
Tschüss. Dann zum letzten Modus. Unity. Das hier. Call me maybe. Why not? Ja, da würde ich einfach mal sagen. Ja, da würde ich einfach mal sagen, das war's dieses Video. Gerne irgendwie nochmal ein Like und Abo da lassen, die Leute, die neu sind, weil weiß nicht, ob die Leute überhaupt bis hier Ende geschaut haben, mal schauen, wie ich das auch schneide. Aber ich würde einfach mal sagen, bye, bye.